Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wieder mal ist Samstag und es geht los mit dem Wochenrückblick. Die Themen werden ähnlich sein wie in der letzten Woche. Es geht natürlich wieder um den Ukraine-Krieg, es geht um die Ampelregierung, es geht um Gas, Strom, Preise und so weiter. Ich versuche Ihnen mal, die Dinge auseinander zu klamüsern. Und was war los diese Woche? Am Donnerstag war unser Kanzler Scholz in Essen. Er war sowieso im Ruhrgebiet, weil er am Donnerstag einen Eröffnungstag hatte, nämlich dass die Emscher sozusagen eröffnet wurde, die Rekanalisierung, Renaturierung der Emscher, ein 30 Jahre lang dauerndes, oder es hat 30 Jahre gedauert, bis die Emscher jetzt wieder ein Fluss ist, aus dem man quasi trinken kann. Und das hat Milliarden gekostet, das größte Infrastrukturprojekt Europas. Und es ist jetzt mehr oder weniger fertig. Die Zuflüsse müssen noch entsprechend renaturiert werden und entsprechend gestärkt werden oder eben modernisiert werden, damit wir in kurzer Zeit auch diese Flüsse entsprechend auf dem Level haben, auf dem die Emscher jetzt schon ist. Deswegen war er in Ruhrgebiet und war dann abends in Essen eingeladen von der WAZ. 150 Bürger waren dort zugeschaltet, die die Verlosung oder die ausgelost worden sind und ihre Fragen stellten. Es waren Jubelkommentare in der Zeitung, toller Mann, er war so cool und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, aber was ist denn los in Deutschland? Die Ampel ist völlig neben der Spur und was quatscht Scholz heute in der Zeitung? Das Gas wird im Winter reichen. Vielen Dank, lieber Herr Scholz, dass das Herr Putin auch mitlesen wird und er das Gas, was er eh schon abgestellt hat, jetzt wahrscheinlich gar nicht wieder aufmachen wird, beziehungsweise gar nicht mehr liefern wird, denn Nord Stream 1 ist gesperrt, weil angeblich Öl ausgelaufen ist, ein völliger Blödsinn. Das kann man technisch schnell lösen, hat auch gar nichts zu tun mit den Turbinen, die die Verdichtung machen in Russland an der Gasstation. Also es gibt kein Gas mehr, die Speicher sind über 80% voll und Scholz sagt, na klar, wir kommen durch den Winter. Er weiß doch gar nicht, wie kalt der Winter wird. Das kann doch nur funktionieren, wenn wir entsprechend einen milden Winter haben. Die hatten wir in den letzten Jahren, aber ob das so bleibt, weiß ich nicht. Vielleicht schafft es Putin ja auch, uns den Winter noch zu versauen, indem er uns Kälte aus Sibirien schickt. Heute trifft sich die Ampel zu einem Koalitionsgespräch. Es geht um das dritte Entlastungspaket. Es sollen wieder Milliarden auf den Tisch, aber es soll nur im höheren einstelligen Milliardenbereich sein, um die hohen Energiekosten abzufedern. Die Menschen wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. Das Gas hat sich verzehnfacht im Preis, der Strom verdreifacht, vervierfacht, wie man es will. Die Preise gehen an die Decke. Warum ist das denn so? Weil wir eine Mangellage haben. Wir haben Krieg in der Ukraine und wir sind mitten im Krieg, natürlich nicht im heißen Krieg, sondern im kalten Krieg, denn Putin nutzt auch seine Energiewaffe gegen uns und weil er uns natürlich als den stärksten Gegner ansieht, stärkste Wirtschaft in Europa noch, das wird ja nicht mehr so bleiben, wenn die Energieversorgung weiter so schlecht ist, wie das die Bundesregierung weiterhin plant mit erneuerbaren Energien. Da quatscht heute Morgen die Geschäftsführerin, die parlamentarische Geschäftsführerin im Deutschlandfunk. Ja, wir brauchen erneuerbare Energien. Das ist doch völliger Blödsinn. Wir brauchen erstmal belastbare Energien, die rund um die Uhr Strom liefern, auch wenn die erneuerbaren Energien an jeder Ecke stehen und der Wind weht nicht und die Sonne scheint nicht, meine Damen und Herren. Dann gibt es keine Energie. Dann brauchen wir eine zweite, und zwar sichere Energieversorgung. Und die ist nun mal nur mit Gas und mit Kernkraftwerken möglich oder mit Kohlekraftwerken. Aber das wollen die ja alle nicht. Die wollen ja nur Sonne und Wind haben. Aber das wird nicht funktionieren. Trotzdem erzählen sie auch in den Medien diesen Quatsch jeden Tag. Bin gespannt, was heute bei rauskommt. Die Dame, die parlamentarische Geschäftsführerin, hat nichts rausgelassen. Ja, man müsste reden und wir wüssten noch nicht, wie viel und so weiter. Also alles noch unklar, was heute Abend dann kommt. Das dritte Paket ist auf dem Weg. Und Lindner sagt, im Jahr 2023 wird es einen zweistelligen Milliardenbereich geben. Dazu kommt aber auch, meine Damen und Herren, dass nach dem Ende der Spritpreisbremse, die ja am 31. August ausgelaufen ist, die Preise für Benzin durch die Decke gehen. Wir liegen wieder bei 2,30 Euro, bei 2,20 Euro und manche sagen sogar, es wird auf 3 Euro geben. Die Tankstellen waren am Mittwochabend überlaufen, die Menschen standen Schlange, um ein paar Euro zu sparen. Und was ist passiert? Manche Tankstellen haben behauptet, sie seien leer. Völliger Quatsch, die natürlich noch die Tanks voll und morgens waren sie dann wieder wie von Zauberhand voll und natürlich mit den hohen Preisen, damit die entsprechenden Energiekonzerne die hohen Preise durchsetzen könnten am Markt mit Sprit, den sie noch billig zugeschanzt bekommen haben. Ja, das führt dazu,
dieser Energiekrise, dass eben viele Betriebe heute, ich will nicht sagen vor dem Ausstehen, aber die Gefahr sehen, dass sie vor dem Ausstehen, dass sie in die Insolvenz müssen, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit kriegen. Das Beispiel Alohütte Trimet, ein Familienunternehmen, sitzt in Essen. Die brauchen 1% des Strombedarfs in Deutschland. 1% braucht Trimet, damit sie Aluminium herstellen können. Ein komplizierter technischer Prozess, den man nicht unterbrechen kann. Wenn man das tut, sind die Anlagen hin und dann ist ein Millionenschaden da. Was macht Trimet jetzt? Sie haben die Produktion runtergefahren und sie verkaufen Strom, meine Damen und Herren, weil sie den noch wohl billiger kriegen und bei den hohen Preisen eben teuer verkaufen können. Ein völliger Schwachsinn, dass ein Aluminiumproduktionswerk in Essen Strom verkauft, anstatt Aluminium zu produzieren. Und dann hat Herr Scholz von Thomas Kufen einen Brief bekommen mit der Bitte, das zu regeln. Das wird Scholz nicht können, weil ihm das wahrscheinlich gar nicht klar ist, was da auf ihn zurollt oder das Land zurollt. Aber er sagt ja auch Herrn Putin, wie viel Gas wir haben, wie voll die Speicher sind und dass wir durch den Winter kommen werden. Viel Spaß mit weiteren Meldungen. Nicht vergessen, auch wir sind in einem Propagandakrieg, nicht in einem heißen Krieg. Das wäre noch schöner, wenn das passieren würde. Das glaube ich auch nicht. Es muss auch Putin gar nicht machen. Ihm reicht es, wenn er mit der Gaswaffe spielt und am Gashahn dreht, das kostet ihnen erstmal nichts, weil die Milliardengewinne von Gazprom das völlig ausgleichen. Die können nur 20% liefern und verdienen das Gleiche, als wenn sie 100% vor dem Krieg geliefert haben. Die Gewinne von Gazprom lagen bei 41 Milliarden Dollar in den ersten 6 Monaten. Ich wiederhole, Gazprom hat trotz Ukraine-Krieg, trotz gedrosselter Lieferungen an Länder, die Kunden waren oder noch sind, und sie haben einen Gewinn eingefahren von 41 Milliarden Dollar oder egal in welcher Währung man das jetzt rechnet oder Euro, ich weiß es nicht, jedenfalls Riesengewinne für Putin. Damit kann er seine Kriegsmaschinerie wunderbar finanzieren, denn dann wird es am Ende des Jahres werden es mindestens 80 Milliarden Euro. Wir reden von Gewinn, nicht von Umsatz, von Gewinn. Also von wegen hier die Sanktionen greifen, Putin lacht sich kaputt. Natürlich tun die Sanktionen weh, aber solange er das Gas noch hat im Nacken, das hat er noch jahrzehntelang, wird er nicht kaputt gehen oder die Sowjetunion oder Russland wird nicht kaputt gehen. Das trifft natürlich jetzt auch die Pflegebetreiber, meine Damen und Herren. Sie haben gesagt, dass die Kosten pro Pflegefall auf über 4.000 Euro steigen können. Eine Firma, ein Pflegebetrieb in Mülheim hat gesagt, wir hatten bis jetzt 300.000 Euro für Gasrechnung, jetzt sollen wir 3 Millionen bezahlen. Das schafft der beste Pflegebetrieb nicht. Und wenn das nicht geändert wird, beziehungsweise sie nicht zur Sonderkondition Gas kriegen und die Ampelregierung mal endlich Gasverträge abschließen würde. Nein, sie gurken in der Weltgeschichte rum, klatschen sich in die Hand mit Ministerpräsident Trudeau in Kanada, kürzlich mit Habeck und mit Herrn Scholz und mit einer Delegation von Wirtschaftskapitänen haben sie einen Wasserstoffdeal gemacht, der ja auch nicht umsonst sein wird. Und es zeigt, meine Damen und Herren, wir schaffen es eben selber nicht, Wasserstoff herzustellen. Wir schaffen es selber nicht, mit unseren paar Windrädern oder mit den PVA-Anlagen grünen Wasserstoff herzustellen. Nein, wir müssen nach Neufundland fahren, um dort den Wind, der ständig wohl weht, auch rund um die Uhr zu nutzen. Mit Everwind, einer deutsch gegründeten Energiefirma, die Windstrom vermarktet, um dort grün Wasserstoff herzustellen. Herr Habeck hat bis jetzt, wiederhole mich, keinen einzigen Gasvertrag abgeschlossen. Nichts. Er war in Katar und die wollten natürlich Langfristverträge haben. Da sagt er arrogant, brauchen wir nicht, weil wir natürlich erneuerbare Energien bauen. Ich wiederhole mich, völliger Quatsch, lieber Herr Habeck. Sie haben keine Ahnung von der Energiesicherheit und Energieversorgung. Denn wenn Sie das durchsetzen wollen, brauchen Sie eine zweite Schiene von Energieversorgung. Die muss stabil sein, die muss die gleiche Menge Strom liefern, die irgendwann mal die Erneuerbaren liefern können, wenn denn Wind und Sonne überhaupt zur Verfügung stehen. Das ist ja in der Regel nur tagsüber der Fall und wenn der blaue Himmel scheint und auch nicht gerade im Winter, obwohl es dann natürlich immer noch Sonnenerträge geben kann. Also, so ist das. Und die Personalkosten sind gestiegen für die Pflegebereiche. Die Energiekosten um 1.000%. Also Riesenprobleme für die Pflegebetriebe. Und ich wiederhole mich, man rechnet bis zu 4.000 Euro im Monat für einen Pflegefall. Dann sagt Laumann heute, ja, macht doch alles nichts, weil 70% der Pflegefälle immer noch in den eigenen Familien gepflegt werden. Ja, schön, aber die 30%, was sollen die machen? Sollen die hungern gehen oder sollen die ihr letztes Eigentum verkaufen, damit sie gepflegt werden können? Schreckliche Dinge.
Wie gesagt, das Land NRW hilft vorerst nichts, weil sie der Meinung sind, da müssen wir erst mal gucken, ob das so alles stimmt. Wir gucken uns die Betriebe an. Nein, meine Damen und Herren, nein, lieber Herr Laumann, nein, lieber Herr Wüst, das ist nicht so. Die Gaspreise werden auf alle zurollen. Es gibt keine Pflegeheime, die sagen, ach, wir haben jetzt irgendwo im Keller noch ein bisschen Gas gebunkert, wir haben das billig eingekauft und damit ziehen wir uns durch den Winter. Nein, das wird nicht passieren. Niemand hat diese Gasvorräte oder die günstigen Verträge. Der Markt hat entschieden, Mangel führt zu hohen Preisen. Es ist die erste Lehre, die man im ersten Semester der Volkswirtschaftslehre oder der Betriebswirtschaftslehre lernt. Aber da waren die lieben Herren Politiker ja auf anderen Wegen unterwegs und haben das nicht gelernt. Das hat zur Folge, dass die Mieten auch deutlich ansteigen. Die Mieten in Nordrhein-Westfalen steigen deutlich an. In Köln liegen wir bei 11,90 Euro, in Düsseldorf bei 11 Euro. Essen ist so eine Billigstadt. Da haben wir 7,8 Euro. Das heißt, es betrifft 10 Millionen Mieter in Nordrhein-Westfalen. Wir sind 18 Millionen Menschen, so groß wie Holland ist Nordrhein-Westfalen bevölkerungsmäßig. Und 10 Millionen Mieter trifft das. Und 18 Städte haben erst eine Mietpreisbremse entsprechend erlassen. Das führt natürlich dazu, dass diese Städte gemieden werden von Investoren, die sagen, da bauen wir nicht, denn wir können mit den Renditen oder mit den schlechten oder gar nicht bestehenden Renditen gar nicht mehr arbeiten. So, Thomas Kufen ist aufgetreten als Städtetagchef. Er sagt, wir haben immer größere Probleme, die ukrainischen Flüchtlinge zu beschulen. Ja, das stimmt. Wir haben zu wenig Lehrer, auch für unsere genuinen Schüler, die hier geboren sind oder hier immer schon gelebt haben, wie Frau Merkel immer sagte. Das beklagt er, hat er recht, aber es gibt nicht mehr Lehrpersonal, Thomas Kufen, wir können sie nicht backen, es gibt sie nicht, weil sie einfach nicht ausgebildet worden sind. Das hat Rot-Grün völlig vergeigt mit Frau Kraft als Ministerpräsident und Frau Löhrmann als Bildungsministerin, als die FDP das Ministerium übernahm, gab es noch nicht mal einen Lehrerentwicklungsplan. Den hat Schwarz-Gelb in den 5 Jahren der Regierung entwickelt, aber natürlich reichen 5 Jahre nicht aus, um das Defizit der rot-grünen Vorgängerregierung, ein hohes Defizit irgendwie abzubauen. Nicht vergessen, es war Rot-Grün, die den Lehrermangel nicht entsprechend angegriffen hat, sondern ihn hat laufen lassen, wie so vieles, was sie haben laufen lassen. So, am 1. September sind die Spritpreise wieder gestiegen. Ich sagte es bereits, sie sind durch die Decke gegangen, manche rechnen mit 3 Euro und das wird so weitergehen. Auch Heizöl ist massiv teurer geworden. Wir liegen jetzt bei 1,50 Euro pro Liter und ich kann nur allen empfehlen, die noch Ölheizung haben, tanken Sie nach, wenn nur 10% des Heizöls verbrannt sind, denn einen vollen Tank zu haben, bedeutet, dass man eine Kalkulationssicherheit hat. Die Preise gehen auch dort parallel zum Gas, parallel zum Strom durch die Decke. Diese ganzen Erhöhungen führen zur Mangellage bei Neubauwohnungen. Natürlich, die Investoren legen ihre Projekte auf Eis. Die Grundstücke, die sie gekauft haben, halten sie im Bestand und warten ab, bis sich die Preise wieder entsprechend regulieren. Sie können nicht planen, sie können noch nicht mal kalkulieren und ein Projekt Neubauwohnung anbieten auf dem Markt, weil sie gar nicht wissen, wie teuer ihr Projekt im Laufe der Bauzeit wird, denn die Preissteigerungen, die werden nicht festgeschrieben. Kein Bauunternehmer kann Festpreise anbieten und sagen, ich baue da ein Haus für den und den Preis. Das kann er nicht, weil er selbst nicht so viel einkaufen kann zu einem bestimmten Preis, wie es nötig ist, um die Bauten zu errichten. Das heißt, wir liegen jetzt bei Quadratmeterpreisen für einen Neubau in Düsseldorf bei 4.870 Euro und in Mülheim zum Beispiel bei 2.364 Euro. Das sind auch immerhin fast 5.000 D-Mark. Ich rechne noch manchmal um. Das ist eben auch zu verstehen. So, was geht im Strommarkt vor? Lindner und von der Leyen wollen den Strommarkt revolutionieren. Ja, meine Damen und Herren, Lindner, Sie sind Finanzminister. Sie sollten wissen, mit ein bisschen Betriebswirtschaftslehre oder Börsenkunde, dass man den Strommarkt natürlich abwürgen kann, indem man da irgendwelche Deckel draufsetzt. Der Markt entscheidet ganz klar, Mangellagen führen zu hohen Preisen. Das ist so und das lässt sich auch nicht durch entsprechende Deckel oder Reformen des Strommarktes ändern. Lernen Sie das bitte. Bis jetzt hatten wir eine sichere Energieversorgung, bis die Grünen auf den Plan kamen vor 20 Jahren und uns erzählt haben, dass es nur eine Kugel Eis kostet, das bisschen, was wir da zahlen müssten, um billigen Strom zu bekommen. Völliger Blödsinn. Wir haben die höchsten Strompreise fast der Welt durch diesen Blödsinn, den die Grünen angerichtet haben und immer noch weiter anrichten. Sie wollen ja noch nicht mal die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, weil ihre Klientel
das nicht will, weil sie nicht auch nicht verstehen, weil sie es nicht gelernt haben in der Schule. Vielleicht waren sie auch gar nicht in der Schule oder irgendwo anders und haben sich gebildet oder fortgebildet, was Kernkraft bedeutet. Das ist halt, wenn Dummheit regiert, kommt das, was wir in der, was wir zurzeit haben in der Energiemangellage, eben da super heraus. So, Uniper, 15 Milliarden haben sie schon bekommen. Das ist unser Gasversorger, der über 100 Stadtwerke mit Gas versorgt. Auch die haben immer noch Sorgen, finanzielle Sorgen, sind noch nicht sicher und brauchen weitere Milliarden, um Gas auf dem Markt einzukaufen. Wie gesagt, wir haben keinen einzigen Gasvertrag. Das hat Herr Habeck bis jetzt verhindert als grüner Wirtschaftsminister. Und warum, habe ich Ihnen erklärt. Er wird es weiter nicht tun, weil er eben sagt, wir haben ja Sonne und Wind. Völliger Quatsch, lieber Herr Habeck, nicht. Das kann man in einem Kinderbuch schreiben, aber nicht den Menschen, die ein bisschen Ahnung davon haben, erzählen. Das 9-Euro-Ticket ist ausgelaufen. Es wurde 52 Millionen Mal verkauft. Aber wofür denn, meine Damen und Herren? Es war ein Schnäppchen und die Deutschen lieben Schnäppchen. Da rennen sie hinterher. Auch beim Tanken stellen sie sich über eine Stunde an, um 10 Euro zu sparen, um relativ billigen Sprit zu kaufen, weil sie wissen, dass am nächsten Tag der Sprit 30, 40, 50 Cent teurer ist pro Liter. Das wollten sie vermeiden. Nein, da stehen sie Schlange und beim 9-Euro-Ticket war das auch so. Die meisten sind dann mitten durch die Gegend gegurkt, nicht, sind an die Ostsee, an die Nordsee, nach Bayern gefahren, nach Thüringen gefahren, nach Mecklenburg-Vorpommern, um mal billig durchs Land zu reisen. Ein Mensch hat 11.000 Kilometer in der S-Bahn oder im Regionalexpress gesessen. Na, das war sicherlich nicht eine Fahrt zum Dienst. Der hat Urlaub genommen, den hat er ja in größtem Maße zur Verfügung. Also ich halte das für einen Rohrkrepierer. Natürlich quatschen jetzt alle davon, wie toll das war, dass die Menschen ÖPNV nutzen. Werden sie nicht nutzen, wenn es teurer wird, da bin ich relativ sicher. Kurz noch zu weiteren Meldungen aus dem In- und Ausland. Die Olympia-Attentäter leben zwar noch teilweise und sind nicht verurteilt. Die Angehörigen haben ihrer Liebsten verloren durch die Ermordung bzw. durch die Tötung einer Handgranate im Hubschrauber auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck, weil die Polizei zu dämlich war, diesem Terroristen entgegenzutreten. Das haben sie vergeicht und der Staat zahlt jetzt 28 Millionen Euro. Immer noch ein Schnäppchen, denn ich erinnere daran, dass Gaddafi, der ja verantwortlich war für das Lockerbie-Unglück mit der Pan-Am-Maschine 88, die in die Luft gesprengt worden ist. Er zahlte jedem Opfer, nachdem bewiesen worden ist, dass es ein Libyer war, der diesen Terroranschlag angerichtet hat. Jedem Terroropfer hat oder Angehörigen hat er 10 Millionen Euro bezahlt und wir speisen die Angehörigen mit 28 Millionen Euro ab. Es sind immerhin 11 Tote zu beklagen, 11 Sportler, die umgebracht worden sind in München 1972. So, kurz nach Essen noch, das Bürgerrathaus wackelt. Sie wissen, dass das alte Hauptbad an der Farnhorststraße zurzeit abgerissen wird. Da habe ich schwimmen gelernt, weil ich in der Humboldt-Schule war. Gegenüber ein tolles Bad war das in den 50er und 60er Jahren. Wird abgerissen jetzt, weil das Bürgerrathaus dahin soll. Aber jetzt kommt eben auch die Baupreiskeule auf die Stadt zu. Wir liegen jetzt bei Schätzung von 182 Millionen Euro und das sollte mal 120 kosten. Mein Schätzpreis ist, wir liegen bei 250 Millionen Euro irgendwann oder vielleicht auch bei 300 Millionen Euro, wenn das gebaut wird. Hoffentlich nicht, aber es kann passieren. Thomas Kufen soll gesagt haben, bei 200 Millionen Euro mache ich Schluss. Dann gibt es das Ding nicht mehr und wir haben genug entsprechend an Raum, ja, um unsere Verwaltung unterzubringen. Wir haben ja auch die Krupp-Zentrale gekauft, meine Damen und Herren. Die Krupp-Zentrale in Frohnhausen ist gekauft worden oder wird gekauft und soll entsprechend jetzt umgebaut werden. Ein tolles Gebäude in einem Top-Zustand. Nein, damit sind wir nicht zufrieden. Da sind Netzwerke drin, da sind Möbel drin, alles fertig. Krupp ist sozusagen im sauberen Zustand ausgezogen. Die Stadt will noch 2 Jahre dafür Millionen investieren und sanieren. Völliger Quatsch, da könnte man morgen einziehen und die Ämter entsprechend umsiedeln und dann noch Miete sparen in den angebieteten öffentlichen Gebäuden. Was macht der Allbau? Allbau hat ja gesagt, wir bauen nicht mehr aufgrund der Baukosten. Sie haben es etwas jetzt zurückgenommen, dass sie doch die Projekte wieder auf den Tisch legen und ein bisschen anfangen zu rechnen, ob nicht doch eine Möglichkeit besteht, die Wohnungen, die in der Planung sind, zu bauen. 70% sollen mal geprüft werden. Der Aufsichtsrat wird das in den nächsten Tagen beschließen oder vorgelegt bekommen. Wir kriegen da sicherlich eine Meldung. Es geht ja auch um Kita-Neubau, die brauchen wir ja auch dringend. Nicht nur wegen der Flüchtlinge, auch wegen der Menschen, die hier immer schon gewohnt haben, dass sie Kinder unterbringen können, damit die Frauen arbeiten können, damit das Geld reicht, dass die Männer nicht alleine verdienen können aufgrund der hohen Abgaben. Wir werden ja vom Staat gebeutelt und ausgebeutet. Jeder Pfennig
natürlich geht an den Staat über direkte und indirekte Steuern und Sozialbeiträge. Das darf man nicht vergessen. Deswegen müssen die Frauen mitarbeiten, damit sie einigermaßen über die Runden kommen. Ja, kurze Meldung noch zum Schluss. Es wird digital in Essen. Die Knöllchen werden auch demnächst digital bezahlbar sein. Das heißt, man kriegt einen Barcode oder irgend sowas auf seinem Ticket oder auf seinem Knöllchen. Dann kann man das scannen und gleich zugeben, jawohl, es ist mein Auto, ich habe das gemacht und ich bezahle das sofort digital. Das soll Kosten sparen, gute Idee. Ansonsten ist Essen ja noch digitale Wüste. Im Glasfaserbau sind wir Oberwüste, was das angeht. Bochum ist viel schneller und andere Städte auch. Die machen das schlauer. In Bochum gibt es eine Ausgliederung der Stadtwerke, die das entsprechend machen. Wir haben das ja auch versucht, hier in Essen sind gescheitert. Gut, es ist halt so, Essen ist halt etwas verschlafen in der Beziehung. Digital und Glasfaser ist nicht unser Ding. Wollen wir schauen, ob wir das in den nächsten Jahren hinkriegen. Ganz letzte Meldung noch. Die Lichtburg zeigt die drei alten Winnetou-Filme, die ja in der Kritik sind. Wahrscheinlich werden da Demonstrationen laufen gegen Rassenhass oder was weiß ich. Oder jedenfalls die Verunglimpfung der Indianer und so weiter und so weiter. Die laufen jedenfalls. Langer Plan war das schon in der Lichtburg. Das geht morgen los um 11 Uhr. Werden die drei Filme gezeigt. Am 18. September und am 2. Oktober. Ich finde, das ist eine gute Idee, dass man die Filme laufen lässt. Ich erwarte aber Proteste der üblichen Berufsprotestierer, die ja sicherlich vom Steuerzahler bezahlt werden und sonst der Arbeit sicherlich nicht ganz nahe stehen. Sonst hätten sie ja die Zeit nicht, sich mit Demonstrationen zu beschäftigen. Also Lichtburg zeigt die drei alten Winnetou-Filme, geht morgen los, 18. September und 2. Oktober sind weitere Vorstellungen geplant. Das war's, meine Damen und Herren. Wetter ist schön, 22 Grad, bewölkt. Und es wird so bleiben. Regen ist nicht unbedingt in Sicht. Das ist schade, aber wir werden das auch irgendwie wuppen. Vielen Dank, schönes Wochenende, alles Gute, tschüss.